So, Folge 14, herzlich willkommen nach der letzten spontanen Umziehaktion. Ja, mal schauen. Ich kann jetzt überlegen, ob ich gucke mit Rhodes und dem Totenbestatter. Aber dafür reicht eigentlich die Kohle nicht. Oder ein bisschen grinden oder einen anderen RP-Strang irgendwie aufnehmen. Ich muss schauen, dass ich. Überleg mir das noch so ein bisschen. Ja, wir mussten ja durch diese Aktion halt nach Saint-Denis einmal. Das ist halt Nacht. Ich denke, ich begebe mich erstmal nach Rhodes und ja. Keine Pferde in der Stadt, egal welche, wurde gerade noch angesagt. Das ist jetzt natürlich in Saint-Denis etwas unangenehm. Aber ja, gut. Egal. So. Wenn ich jetzt nach Rhodes will, dann macht das, glaube ich, Sinn. Mal ein bisschen orientieren. Wir gucken gen Norden. Und ich will mich aber eigentlich westlich halten. Westen und dann Süden. Der Kleiderladen an sich ist im Norden. Den erkennen wir ja wieder. So, das ist Norden, dann ich muss in ungefähr diese Richtung Südwest. Also dann machen wir das natürlich auch brav, wie wir sind. Wenn die keine Pferde in der Stadt erlauben, dann ja. Salü! Dann nickt doch. How do you do? Audi, I'm okay, thank you. Well. Oh, dieses Theater sieht sehr gut aus. Vaudeville. Ich glaube, ich habe nicht im Ansatz Geld für sowas. Ich meine, ich habe. Gibt es hier ein Bonk? Das ist ganz in der Nähe. Es ist die Straße runter. Ui. Schau mal, ich glaube, ich habe 5 Dollar bei die Bonk und 5 Dollar in die Taschen. Das ist nicht viel, aber da, was soll der Geiz, ui. Oh, ich muss einmal. Ui. Was so? Hm? Okay. Ja, okay. Ui, mein Lagerfeuer ist auch noch in Ordnung. Irgendwo hier. Salü! Bonk. Le Mont National. Salut! Salut, haben Sie hier irgendwo eine Schalter? Ah. 2, 5 von 5. Ich glaube, ich brauche gerade kein Geld. Wow. D'accord, ich habe Mikrocent. Interessant.
So. Fein Investments. Ui, ich möchte irgendwas investieren. Oh, ach, hier ist diese Press. Ui, es ist im Prinzip nur geradeaus und ein bisschen so rechts halten. Oder soll ich gehen zu Stall? Ich gehe zu dem Stall. Straße runter, Kreisverkehr rechts, Dreieck links. Salut! Schauen. Wei, so, Kreisverkehr rechts. Es gefällt mir schon diese Stadt. Hier ist noch ein Theater. Grand Entertainment. Fontana Magique. Lanterne. Eine Magique Lanterne. Was heißt das? Sketching for Sweetheart. Has to be seen to believed. A life-size animated picture show. Animat? Oh. Salut! Ich habe kein Geld, aber. Vielleicht, Sie wollen das auch gar nicht. Kann ich. Oh. 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 Haben Sie eine Vorstellung? Ich weiß nicht. Oh, ich weiß nicht, ob ich hier drin sein darf. Ich möchte keinen Ärger bekommen. Okay, es ist wieder Tag. Oh, ich glaube, Sie sind nicht sehr böse, wenn ich jetzt ein wenig reite aus der Stadt heraus. Hallo, Bonjour. Ich glaube, die meinten Pferde nicht stehen lassen, sondern wegspawnen. Aber ich glaube, die meinten nicht, man dürfte nicht mehr durchreiten. Ich meine, in Saint-Denis ist das dann schon ein ziemlicher Abfuck. Ist schon ein weiter Weg. Oh, die Post. Ui, das ich nutze auch einmal ganz kurz. Hier ist ein Pferdeanhalte-Ding. Ich brauche nur 1 Minute. So, ich bin ganz schnell. Salut, wollen Sie hier die. Sind hier die Postfächer? Salut, Monsieur. Guten Tag, Sir. Kein Post. Einen schönen Tag für Sie. Den wünsche ich Ihnen auch, Hoi. danke. Qu'est-ce que c'est? The Bride of Lemoine. Sagt mir gar nichts. Oh. Oh, say can you see?
By the dawn's early light. Was ist denn da drunter? Ist das die Staatsflagge von Le Mans? Ah. Okay. The Electric Company. Oh. Ja, Umweltschutz war damals noch kein Thema. Schwerindustrie, industrielle Revolution läuft richtig hier. Geil. Welcome Saint-Denis. Oui, bonne chance, was ist denn los? Hast du eigentlich jünger? Oh, du hast ein bisschen jünger, ich dachte mir fast. Bitteschön. Fast Food. Okay. Hier ist der Stall. Ich denke, ich könnte mich mit Saint-Denis anfreunden, wenn ich hier noch ein paar Leute kennenlerne. Das Problem mit dem Saloon von die Madame Dubois ist, ich sitze auf 10 Dollar. Und ich denke, als nächstes ist es wichtig, entweder ein größeres Pferd, aber da reden wir von die 40 Dollar ungefähr, weil 20 Dollar für Brandmark und 16 für Sattel ungefähr. Salut! Mademoiselle? Oh, Mister. Oui, salut, guten Abend. Ich wollte nur Hallo sagen. Alles okay? Ja, alles bestens, danke. Okay, bonsoir. Ja, bonsoir. Jetzt habe ich nicht gecheckt, was die Admin-Message war. Bitte, Sheriff, Deputy, was war das? Irgendwas mit Sheriff und Deputy. Hm. Ach, wahrscheinlich haben sie die abgestellt, dass sie die Leute mit den Pferden beschützt. Salut! Bonsoir! Oi, sie wollen nicht reden, dann ist okay. Ach, es gefällt mir schon, doch. Oi. Es ist ganz hübsch. Oh, Retterrosen waren auch eine gute Idee. Was ist das denn jetzt hier? Geheim und geheim? So, dann wir machen uns auf in Richtung Rode. Ich schau mal nach die Totengräber, Mann. Ich muss ja schon wissen, über wie viel Geld wir reden. Also versteh nicht falsch, Bonchance, ich liebe dich, ja, du bist eine gute Pferd, aber du bist wirklich winzig. Und es ist mir, je länger ich darüber nachdenke, umso mehr klar geworden.
Das ist halt das Ding. Also ein größeres Pferd, $40 würde ich runden. Die Särge weiß ich OOC um die $15. Aber weiß ich halt IC noch nicht. Es wäre halt erschwinglicher. Deswegen. Ich meine, kann immer was passieren. Also ich meine, der James legt sich halt mit niemandem an so. Ist eigentlich Pazifist. Und dementsprechend, ja. Ich meine, Bullshit passiert halt trotzdem, ne? Deswegen. Also es wäre ihm schon wichtig, dass er da weiß, dass er, dass alles gut ist, wenn er stirbt. Ja. Das ist die Tabakfarm. Ich glaube, es war Tabak. Ich weiß gar nicht mehr, wie diese zwei Familien hießen. Das ist schon eine Weile her mit der Story. Das waren noch hier die Braithwaites und die. Ach, wie hießen denn diese anderen Clowns da, die dieses Ding da hinten haben? Die auch den Sheriff stellen. Genau. Oh, guck mal, hier ist eine schöne Weide für dich. Hier kannst du dich ein bisschen austoben. Bonne chance. Ouais. Ich werde dich nicht vergessen, auch wenn ich dich irgendwie ersetze. Ist nur ein Größenthema. Wow, bonne chance, wir haben gut Fortschritt gemacht. Hallo. Mach dich hier bequem. Salut. Guten Tag, der Herr. No, das ist definitiv doch heiß hier. Ah, die Weste, nicht die Weste. Oh, der Coat und die Chaps. So, ist besser. Viel besser. Okay. Hier ist eine kleine Kirche. Ich vermute, hier ist auch die Friedhof. Der Monsieur sagte, der Friedhof ist hier sehr schön. Ich gucke mal. Ich weiß von der Story, dass der hier ist. Ach ja, Hashtag Spielerwissen, Hashtag IC und OOC drin. Aber es ist auch naheliegend, dass wenn man eine Kirche sieht, dass da vielleicht auch ein Friedhof dran hängt. Ist auf jeden Fall so ein Wasserding. Doch kein Friedhof? Bin ich doof? Der Vater, war der nicht bei der Kirche? Aber Hauptsache Hashtag Spielerwissen. Hashtag verkackt, würde ich sagen. Ja. Ach, das Ding. No. Das wäre auch zu schön gewesen. Aber hier ist nicht. Ist hier nicht. Ja, warten Sie mal. Oi, salut. Was haben Sie hier zu suchen? Den Friedhof. Ich habe nur eine Kirche Das gesehen. ist hier mein Grundstück und Sie springen hier auf mein Oh, Grundstück rum. no, no, das. Ich wollte Sie nicht. Erstens, ich wusste nicht, es tut mir sehr leid. Ist nicht schlimm, jetzt wissen Sie das. Oi. Aber Sie haben keinen Friedhof an die Kirche? Nee, habe ich nicht. Das ist keine Kirche. Die Kirche ist auf der anderen Seite.
Ich auf der anderen Seite. Sacrebleu, ich habe nämlich vertan. Es tut mir leid, ich wollte sie gar nicht belästigen. Ist nicht schlimm. Gegenüber von der Bank oder gegenüber von der Telegrammstation, besser gesagt, da ist die Kirche. Okay. Ich kenne mich hier nicht so gut aus. Danke. Danke. Dann ich will sie. Hui, hui. Danke. Es tut mir sehr leid. Mache einen schönen Tag für Sie. Hui. Menschen und Fehler, das ist normal. Hui. Pardon. Oha, wie peinlich. Und dann ist das. Das ist keine Kirche? Was ist denn das? Bin ich so verwirrt? Wie verwirrt kann man denn sein? Ey, ich bin mir sicher, dass in der Story da die Sachen waren. Oh, keine Ahnung. Oh, was peinlich. Eben noch erzählt, Pazifist will sich mit keinem anlegen und dann erstmal fremdes Grundstück rumgelungert. Sorry. Hotel. Goldsmith. Wo hier dürfte er sein, der. Ach, lol, da ist die. Aber. Habe ich mich so krass vertan? Ja, kann sein. Orientierung. Nichts gut, diese. Sally! Okay, dann nicht. Hier ist nochmal Bonk. Ja, da war ich wohl wirklich etwas lost. First Church of Rhodes. First Church of Rhodes. Ich mich richtig übel vertan, ey. We lift up my eyes to the hill. Aha, Mr. Grimshaw, Pastor. All welcome. Prayer meeting. Where? Where here is the... Oh. Er sagte, das ist der schönste Friedhof. Oh, ich verstehe, ich weiß, was er meint. Where? Ja, kann ich mir vorstellen als Grabstätte. Doch, ist ganz hübsch. Und die Kirche ist, ah, okay. Ja. Ganz kurz mal das Mikro. Sorry.
Okay. Oh, er sagte, er ist in Rode, in Blackwater oder bei seiner Ranch. Hier, das ist nicht der Monsieur. Ja, dieser Monsieur möchte nicht viel erzählen. Sorry, Madame. Einmal gucken. Diese Bank ist zu. Warum? Hat sie einen geheimen Eingang? Oder hatte ich sowas wie einen Schwächeanfall? Ich weiß nicht. Nach 21.30 Uhr geht wieder dieser Dingensmodus an. Energie, Einschlafen, Helligkeit. An und für sich eine gute Sache. Oder kann ich, wenn ich doch noch ein bisschen zocke, Samstagabend nicht gebrauchen. Jo. Diese Dinger hier, sie sind nicht ans Grundwasser angeschlossen, scheinbar. So ein Stadt mitten in der Wüste und kein Wasseranschluss. Das ist da. Ja gut. Ja gut. So, was ist mit dieser Bank? Hier hinten, das ist doch noch viel geschlossener. Es kann doch nur diese Tür sein. Oh, da geht jemand in die Kirche. Ich weiß aber nicht, ob das sind die Leute, die ich schon habe geärgert. Ich habe ehrlich gesagt nicht auf sie geachtet. Was macht er da? Ach, scheinbar haben die Frauen jetzt Kleider bekommen und Röcke. Das hatten sie sich ja gewünscht. Und die Mädels. Ja, schön für sie. Oh, sorry, diese Tür, sie ist irgendwie zu. Oh, jetzt mit dem richtigen Winkel. Sie war doch offen. Hallo? Ja, dass sich an der Bank an sich nichts geändert hat, war mir klar. Aber der Loni hat angekündigt, dass es Wechselkurse zwischen den Staaten geben wird und so Sachen. Noch ist alles 1 zu 1. Man kann überall 1 zu, man kann überall abheben. Das wird sich ändern. So. Ach, come on, diese Tür. Sie nervt. Man muss ein bisschen... Sacrebleu. Hallo? Jetzt da. Sie ist. Ich weiß, dass sie offen ist. Okay, Bank of Rolls Tür nervt hart. Merken. Fleischer. Ich glaube, er meinte diese. Was ist das nächste? Es ist von hier. Dann er sagte bei Emerald Ranch, kleines Ranch. Und Blackwater. Es ist... Sir.
Salut, ich grüße Sie. Kann ich Sie kurz stören? Natürlich. Wir haben uns einen Kessel gekauft. Oui. Und uns wurde gesagt, dass wir Holz hacken müssen. Oui. Salut. Audi, wollen Sie einen Campingausflug machen und Ihr eigenes Feuerchen zusammensetzen? Genau so ist es. Oui, haben Sie... Wo kriegen Sie denn Holz her? Bei Valentin. Hm? Bei Valentin? Da ist ein Wald etwas in dem Nordosten. Okay, und dann brauche ich eine Axt? Oui. Von General Store, wenn Sie noch nicht haben. Aber es ist keine Arbeit für eine Lady. Also ich meine, ich will Sie nicht beleidigen, aber vielleicht Ihr Mann könnte das übernehmen. Ja, ich bin mit einem Freund unterwegs. Oui, perfekt. Wer könnte das denn tun? Oui, perfekt. Wir sollten uns erstmal informieren, wie das... funktioniert. Oh, es ist eigentlich ganz simpel. Sie, Sie holen sich ein... haben Sie aber meine Hand gesehen, dass ich das mache? Bestimmt, oder? Sie holen sich im Prinzip ein kleines Beilchen aus dem General Store. Ja. Und für ein Lagerfeuer, Sie brauchen tatsächlich nur ein kleines Stückchen Hartholz und ein kleines Stückchen von den Fasern. Die kommen auch aus dem Baum raus. Okay. Und mehr ist es gar nicht. Also Sie brauchen tatsächlich gar nicht viel. Okay, gut. Oi. Bald in der Nähe von Valentine, dann weiß ich Bescheid. Oi. Gut, dann werde ich aber auch in Valentine wahrscheinlich dann besser das Beil holen, ansonsten muss ich es ja die ganze Zeit mit mir mitschleppen. Oi. Aber das ist gar kein Problem. Es ist entweder, ich glaube, es ist der General Store oder der Waffenladen, aber Valentine hat beides. Okay, gut, ich werde mich sonst nochmal durchfragen. Oi, no, es müsste der General Store sein. Vielen lieben Dank, werter Herr. Oi, no, pas de problème. Viel Erfolg mit Ihrer Camping, oui? Dankeschön. Oui. Au revoir. Au revoir. Guten Abend. Salut. Audi. Ich bin weitergekommen. Sagen ja. Sie. Oui. Meinten Sie? Meinten Sie mich? Ja, ja. Oh, ja. Pardon. Was denn? Sagen Sie, Sir, wissen Sie zufällig, wo man, schicke Blumen herkriegt? Blumen? Wissen Sie, ich hatte heute einen extrem schlechten Tag und habe meine Frau etwas verärgert und ich habe schon die Stimme gesenkt, ich ahne sowas. Bevor ich hierher gekommen bin. Im Prinzip, ich muss mal gucken. Oder haben Sie etwas, was man stattdessen vielleicht eventuell einer... Genau das überlege ich gerade auch. Also prinzipiell, Sie können aus dem von den Büschen sozusagen. Also es sieht nicht immer aus wie ein Blume, aber manchmal es ist ein Blume. Okay, ja, dann probiere ich das doch mal. Versuchen Sie, wie viele wollen Sie? Ich habe ein bisschen kleines Blümchen, so ein Dreierstückchen oder so. Vielleicht, ja. Vielleicht das ist ein Anfang? Ja, das wäre super. Was wollen Sie denn dafür haben? Ach, gar nicht, alles gut. Ich bin zufrieden, wenn Sie sich nicht mehr streiten. Ich habe gesehen, Sie sind in die Kirche gegangen. Ich glaube, vielleicht haben Sie etwas vor. Was wäre sehr schön. Das kommt tatsächlich noch, ja. Okay, dann haben Sie nicht von mir die Blumen. Ja, ja. Und gucken Sie, dass es wieder in Ordnung geht, oui? Wem habe ich denn die Bekanntschaft gemacht, Sir? James Crawford. James Crawford. Oui. Ah, das war mir eine Ehre und vielen Dank. Absolut, no problem. Wenn Sie mal irgendwas brauchen, dann kommen Sie ganz gern auf der Emerald Ranch vorbei. Ah, oui. Ich wollte sowieso hin, zu die Totengräber. Ah, ja, der ist nicht bei uns, der ist... Der ist da irgendwie daneben, hat er gesagt, oui. Ja, ja, unser Nachbar. Oi. Oi, kein Problem. Gut, ja, vielen Dank. Oi. Sie haben mir, glaube ich, das Leben gerettet. Ich glaube, so extrem ist nicht. Haben Sie hier was zu tun? Wir haben nur kurz geredet, Sir. Gut, dann unterhalten Sie sich außerhalb vom Rhodes. Danke. Danke. Ich gehe sowieso. Oi. Ich gehe sowieso. Machen Sie gut, oui? Ja, vielen Dank nochmal. Alter, ey. Ich schere es immer. Ich meine, ich weiß warum. Es ist One-Sync-Probleme, dies, das, Ananas, bla. Aber diese Anweisung, dass die so rumkacken müssen, hat mit der offenen Whitelist zu tun, verstehe ich auch. Aber die sind alle so hart arrogant, ey, das ist... Uff. Aber gut, daher kommt das halt, dass die Franzosen meinen, ist scheiße.
Westen ist scheiße. Alles außerhalb von Saint-Denis sind Affen. Ich weiß schon, warum die das sagen. Das ist halt so. Du Hurenburg. Audi. Es ist halt echt. Es sind Affen auf dem Land. Also, nicht falsch verstehen, ne? Es ist Absicht, aber es ist halt auch hart scheiße. Also, vor allem James empfindet das nicht als sonderlich nett. So, warte, ich zieh nochmal an. Reiterhose, Reiterwesten und diese, das. Chaps. West. Und Mantel. Ja, das Ding ist. Na gut, wenn das der offizielle Weg ist, dann nehme ich den halt. Die schlagen ja schon einen ordentlichen Weg vor normalerweise. Wird halt wieder dunkel. Deswegen ja auch Mantel und alles Schnickschnack. Wieder fressen? Bonchon, was ist mit dir? Hast du Metabolismus sehr schnell heute? Schon verdaut die Heu von gerade eben? Ui. Sagte ich und er kackt auf den Weg. Noch nicht ganz auf den Weg, aber ui. Noch mehr? Weil dann ist aber okay. Mehr du kriegst nichts, sonst wirst du fett. Sie haben mir, glaube ich, das Leben gerettet. Aber ich hätte ihm noch gesagt, wenn ihre Frau ist glücklich, sie sind auch glücklich. Das ist immer eine gute Idee. Aber dann kam, haben Sie hier was zu tun? Dann verpissen Sie sich aus der Stadt, wenn Sie hier nichts zu tun haben. Rennen Sie außerhalb. Wir wollen keine Menschen in unserer Stadt. Oh, ich sag blöd. Es ist ein Staat, aber es ist nicht öffentlich. Ja, James muss sich ein bisschen darüber aufregen. Wie gesagt, es hängt mit Wanzing zusammen, wenn die Städte zu voll sind und so. Und Sheriffs haben halt die Ansage vom Team bekommen, dass sie rumpumpen sollen und die Leute einschüchtern sollen und sowas. Und, ich vermute, es hat mit der offenen Whitelist zu tun. Und ja, ich trenne das halt auch IC und OOC. Also IC, James findet das total uncool. OOC, voll und ganz vollstes Verständnis.
Hoffentlich triggern die nicht zu hart den lieben James. Sonst wird ein Pazifist auch mal irgendwann zum und rastet aus. Ich versuche mit, wie sagt man, Contenance. Ich versuche Contenance zu wahren. Auch wenn es mich aufregt. Ach, Bonchance. So, ich werde ohne Waffe mitten in der Nacht, das ist ein Problem wahrscheinlich. Oh, voll lieb, wie sie gefragt hat auch, ne? Wie man das Lagerfeuer macht und so. Ich hab's halt selber heute Morgen. Es war ein Scheißakt, das rauszufinden. Dass man nur ein Teil nimmt und kombiniert. Es war so. Ah jo, warte mal, die haben noch ein neues Feature hier mit dem How-To. Das wollte ich mir auch mal anschauen. Um einen vollen Stapel Nummer fällt auf 0. Ah, okay. Bei 0 ist der ganze Stack. Das ist auch gut genug. Ja. 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 Ja gut, aber zum Crafting ist da trotzdem kein Wort, ne? Das war's? Das war's. Ja, kein Wort zum Crafting nach wie vor. Das war das Ding halt. Ich habe heute Morgen echt lang gebraucht, bis ich das... ich habe das auch nur wegen Butch erfahren, tatsächlich. Dass man eins nimmt. Ein Hartholz, eine Faser, hast ein Lagerfeuer, schiebst einen Topf drauf, hast eine Kochstelle. Ich weiß nicht, ob sie das zu 1000% verstanden hat. Aber die werden sich ja zum Holz begeben, die beiden. Dann, da ist dann wahrscheinlich auch kein Weißshirt, das rumpumpt. Ja, war schon süß. Jetzt schenkt ihr ihr Blümchen und, ja. Auch von der Emerald Ranch, die Boys. Das heißt Boys. Ich weiß gar nicht, was das Kind... Das Kind habe ich gar nicht zugeordnet. Ich habe gar nicht auf das Kind geachtet. Ich glaube, da war ein Kind bei. Keine Ahnung. Ist das hier schon die... No. Okay, okay. Und wieder Köttelchen, natürlich. Leckerer Apfel. Wenigstens dein Magen grummelt nicht mehr so, ey. Salut. So, hier ist Emerald. Aber ich werde nicht mitten in der Nacht auf sie zugehen. Dann sie denken, ich bin ein böser Mann.
Oh, das sieht aus wie Emerald Orange. Obwohl, no, das könnten schon diese. Das könnte schon dieses sein. Ui, das ist dieses kleine Ding daneben. Vielleicht, wenn ich sehr langsam. Ich möchte ihnen halt keine Angst machen. Aber es ist kalt und so. Ich möchte sie nicht erschrecken, weil ich habe jetzt böse schwarze Mantel an und so. Was sagt denn das? Wenn ich komme mit die Holzfällerhemd, dann sie erkennen mich wahrscheinlich eher. Oh no. Das riecht aus wie Gewitter. Bonne Chance. No, no, das zieht zu. Das wird gleich wieder böse krachen. Ach, bonne Chance. Oh, de Valentin. Oui. Da, wir stehen an einem Scheitelpunkt, in der Tat. Oh, ich glaube, ich reite einfach ein bisschen weiter nach Valentin und warte, bis es nicht ganz so dunkel ist. Ich weiß halt OOC, dass sie neulich überfallen wurden und ja, das ist das, was mich jetzt ein bisschen ja, abhält. Ah, da ist ein Feuer an, aber man sieht auch keine Sonne. Jetzt ist es weg. Ja, also vielleicht sind die da, vielleicht auch nicht. Ich sehe sie zumindest nicht. Aber es ist halt mitten in der Nacht und dann da. Dieses Heartland Overflow-Ding, das ist. Aber vielleicht gar nicht so unspannend auch zum. Zum Angeln. Aber ich denke, das ist genug Abstand. Es ist halt. Ist schon okay, bon Chance. Mein Problem, was ich hier auch gerade habe, ist, ich würde schon ganz gerne eine rauchen, aber hier bist du halt überall total exponiert. Die Heartlands sind halt eine riesen freie Fläche. Prinzip nur geradeaus bis Valentine, ne?
Na. Ich ziehe ja mal durch bis Valentine. Was soll der Geiz? Ein bisschen Feuerchen für die Nacht. Richtig, oder? Ja. Das ist ja wirklich kein weiter Weg. Was macht Sinn für ihn, wenn er hat einen Laden in Rode? Und er ist relativ... Ja, er ist zwischen Rode und dem Holz. Er braucht Holz für seine Särge. Das ist eine gute Idee, das da zu machen, wo er es macht. Chance. Such dir mal wieder ein schönes Plätzchen. Ah, lass mich einmal gucken. Ich glaube, es stand, man darf jetzt auch die Satteltasche inzwischen wieder nutzen. Aber das mache ich nicht wirklich. Ich habe halt noch haufenweise Quatsch mit Soße. Der Kessel muss eigentlich noch hier oben. Kessel muss eigentlich noch oben. Ist da kein Slot? Ah, ich glaube, das ist ein verbuggter Slot, wo der Eimer kaputt gegangen ist. Oh lala. Kann man Kaffee eigentlich direkt trinken? Hm. Fragen über Fragen. Na toll, jetzt geht die Sonne auf. Really? Okay, erstmal will ich das mit dem Kaffee rausfinden. Ja, es geht, okay. Hm, naja, das bringt eher wenig. Gut. Das heißt... Das war kein Vorpop... Nee. Warte mal. Kaffee. So. Ja. Okay. Ach, was sagt das Wasser? Gar nichts. Mein Inventar streikt. Da steht ein Pferd auf dem Gleisen. Das sieht gesund aus. Okay. Stark verzögert. 4. Hallo? The fuck? Ich drücke übrigens nicht W. Okay, jetzt. Okay. Ja, da war ein spannendes Lag. 4 Wasser. 3,7 Grad, dein Ernst. 6 Uhr. Ein bisschen warten mit dem Inventar, da ist gerade wieder so ein Ding. Flasche Wasser, 4 Stück. Ja. Aber ich setze mich mal eben in den Bahnhof.
kurz rauchen.
So. Komm, du gehst in Valentin aus Bahnhof, du schönste Schärfe. Ah, so, ich gehe mir ein bisschen Wasser holen. Wait, 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 20 Cent, 10 Dollar. Ich habe wirklich noch Kaffee. Aber Essen wird etwas knapp, geht eine Bohnendose. Einmal rote Bohnen. Ein bisschen von die Eintopf machen. I suppose. Ich glaube, ich hole noch mal 3 Dollar oder so. Ein bisschen von Eintopf. Dreimal rote Bohnen. Obwohl, ich glaube, mit Etiketten, ich komme aus. Einer noch. Das ist nicht viel. Pass auf, ich esse das. Und dann ich mache noch ein bisschen Eintopf, dreimal. Oh, wenigstens der Regen hat aufgehört. Ich kann wieder aussehen wie ein Mensch. Gott. Good morning, sir. Morning. Salut. Morning. Die Weste, ich glaube, sie kann anbleiben. Und die, oh, die Jobs. No, sieht nicht gut aus. Reicht vielleicht ein Dollar? Ich will ein bisschen mein Geld festhalten. Ich gucke mal. Salut! Dreimal von den roten Bohnen. Oh, 18 Cent, ui. Ach, Zuckerblö, egal, 2. Hallo. Hallo. Oh, eigentlich noch ein bisschen Wasser, ich denke. Oh, es geht. Es geht, wenn ich hier hinten das nehme. Salut. Sie sitzen da die ganze Zeit und sind nur besoffen.
Perfekt. Oder dann ein bisschen zur Dekorstelle. Oh, hier ist auch ein. Oh. Geht das hier auch? Way. Parfait. Eine Bohne. Und dann, ich habe noch eine mal Speck. Und das, ich brauche noch ein Wasser. Okay. Das ist eine Polizei. Da. Hallo, Bonjour. Ich gucke mal, ob die sind bei Holz, dieses Ehepärchen. Vielleicht, wenn sie wirklich nur ein ganz kleines bisschen Holz holen, sie sind schon fertig. Ich werde sehen. What are we doing? Ich hoffe, ich schaffe noch. Ich werde ja nur sehen, ob sie sind da. Arbeitshandschuhe und Hausfelder-Outfit. Wenn es nicht regnet oder es ist sehr kalt, dann ohne Mantel. Ich glaube, ich sehe nicht aus wie totaler Bandit. Hallo, bonjour, ich bin sofort wieder da. Der hat einfach Level 4 und 950 XP voll inzwischen. Voll krass. So. Salü. Guten Tag. Howdy. Hatten wir gesprochen in Rode? Waren Sie das? Ich weiß nicht. Der Dame? Wen meinen Sie? Sie bei Dell? Ich weiß nicht mehr genau. Weil in Rode mich hat eben jemand gefragt, auch nach Lagerfeuer. Nee, dann haben wir nicht gesprochen, weil ich war jetzt schon länger heute, also gerade nicht mehr in Rhodes. Okay. Brauchen Sie einen Tipp für das Lagerfeuer? Ja, bitte. Ich bin gerne für Tipps bereit. Sie brauchen tatsächlich nur ein Stückchen Artholz und ein Stückchen von die Fasern. Okay. Und wie ist das mit den großen Lagerfeuern? Im Prinzip nur noch ein Kessel drauf.
Ui. Und ein Feuerzeug brauche ich, ne? Ui. Wo kommt man die denn her? General Store? Oh, ja, ich glaube General Store. Ich habe noch gar nicht drauf geachtet, ob es die da gibt. Gut, dann werde ich das mal versuchen. Ui. Dankeschön. Ui, kein Problem. Schönen Abend. Okay, die wollen das nicht. No. No, keine Ahnung. Okay. Dann ist es egal. Ich brauche gerade wenig Holz. Ich brauche eher einen Sarg. Deswegen, solange es ist, mache ich mich da auf dem Weg nach dort. Sind die dort? Ich habe halt keine Ahnung, ob die dort sind. Ich habe mir echt nicht drauf geachtet. Ich weiß nicht. Salü! Üben lassen, dass es kein Problem ist, wenn hinten auch mal eine schwere Person drauf liegt, dass es nicht zu schnell scheut von Wildtieren, weil wir ja oft eben auch ja, du musst da hin, wo man nicht haben. Hin will, ne? Ja, so ungefähr. Und allerhand Dinge. Oder manche trainieren einfach nur, dass das Pferd wirklich bedingungslos kommt, wenn man pfeift. Verschiedene Sachen. Die machen das dann auch mit ein bisschen Kommandos, dass es möglichst gut funktioniert und gefühlig ist, zuverlässig klappt. Ja, das kannst du dann da alles machen. Also dann bekommst du das je nachdem, wie aufwendig das ist, bekommst du das dann nach ein paar Tagen zurück. Aber ich hatte auch schon den Fall, dass ich tatsächlich für mein altes Dienstpferd, das waren Bretone, den habe ich abgegeben zum Training und einen Tag vorher hat er sich den Fuß verknackt an einem Stein und das Tier war dann mal gut eine Woche da. Ach, weil das Steinmädchen dann, also hat er ziemlich aufwendig noch diesen Fuß therapieren müssen. Es hat wirklich lange gedauert, bis man das also über Schritttempo hinauskam und dann am Ende bis hin zu wieder mal draufsetzen können und dann nur eine Weile auf Wegen reiten und all solche Sachen. Also hat schon lange gedauert, aber die haben sich da gut gekümmert mit Kräuterverbänden und durchs Wasser gehen und all so Sachen. Ja, mein Pferdchen ist auch so ein bisschen eine Diva. Ich war gestern einmal ein bisschen unachtsam und dann sind wir auch gestürzt. Und ja. Dafür habe ich dann auch gleich ein paar Stunden später erstmal einen Tritt gekriegt. Einfach so. Hi, McCain. Ich wollte Sie nicht unterbrechen. Waren Sie nicht die Personen aus Rot, die gefragt haben wegen Langenfeuer? Ich glaube nicht, oder? Nein. Okay. Ich habe nicht genau darauf geachtet, wer das war. Ich habe nur gemerkt, eine Frau und ein Mann. Deswegen. Ich wollte Sie nicht stören. Guten Abend Ihnen. Alles gut, alles gut. Also, ich hätte schon lange was sagen können. Ich wollte Sie nicht unterbrechen. Sie hatten... Eine gute Redefluss. Au revoir. Was ist denn hier los? Die hat halt echt keine Luft geholt. Die hat keine Sekunde Luft geholt. Das war okay. Bonne chance. Und okay. Let's go. So, ich habe ehrlich gesagt nicht wirklich Lust, bis nach Dingens, bis nach Blackwater zu reiten. So, das hier ist ein interessanter Weg, den bin ich noch nicht geritten.
Oh, 17, 22, ja, fantastisch. Bonjour, wir müssen uns ein bisschen beeilen. Wey, ich weiß. Oh, nicht pfeifen. Leop? So, ich mache ein bisschen auf die Tempo, weil ui, die Sonne geht gleich schon wieder runter. Oh, oh lolo. Ui. Emerald Ranch, ui. Alle. Guck mal, wie viel Ausdauer das Vieh auf Level 4 hat. Das ist der Hammer. Ah, behutsam trainieren ist es halt wirklich. Yeah. Also harter Sprint hat er drauf inzwischen, ja. Wahrscheinlich kann er die ganze Strecke durchziehen. Einfach mal wissen. Ich glaube, hier sind wir auch schon gleich fast da. Ja, easy, hör mal. Nicht mal die Hälfte gebraucht. Ich will ihn aber jetzt auch nicht zu sehr treten. Aber krass, ey. Einzige Problem ist halt zu klein, zu winzig. So, hier, das ist dieser Laden, ne? Genau. So, jetzt tagsüber. Man erkennt mich als Holzfäller. Alles gut. Eine Kochstelle haben sie. Haufenweise Weizen. Aber niemand zu sehen. Doch, da hinten ist einer. Aber ob der dazu gehört, keine Ahnung. Okay, er hat das Radisch. Der hat ein Pferd hier stehen lassen. Aber ich sehe halt niemanden. Ich komme ganz langsam. Oh ja, und es wird dunkel. Das ist genau das, was ich vermeiden wollte. Hier ist Haus, aber sieht nicht aus, als ist jemand zu Hause. So, dann er sagt er entweder Rode oder Blackwater, aber Blackwater ist so weit weg.
Eigentlich, ich denke, ich könnte wieder nehmen ein Zimmer für Ron und Dean. Dieses Pärchen, vielleicht sie sind bei Emerald Ranch an sich. Aber es wird halt dunkel, dann immer die Leute denken, ich trage ja nur ein Holzfällerhemd. Vielleicht ist es ja okay. Station ist nicht los. So, ich bin etwas, wie sagt man? Ich mache etwas langsamer. Was ist hier? Oh, in Shot. Das sind die nicht. Oh. Ja. Weiß nicht. Wir wohnen bestimmt 100 Leute. Hier haben wir einen Kreis. Oh, ich möchte nicht stören. Irgendeiner vielleicht, der kommt zu mir. Und die anderen dort. Oh, lolo. Oh, lolo, hier ist. Das sieht ernst aus. Salut! Ich habe eben getroffen, eine Frau und ein Mann in Rot. Sie sagten, sie sind von hier. Ulala! Salut! Sie hatten noch gefragt wegen einem Lagerfeuer. Ich wollte nur wissen, ob sie haben es geschafft, ihren kleinen Campingtrip zu machen. Aber ich weiß nicht, wie sie heißen. Haben sie ein... Ui, ich glaube, sie war eine blonde Frau und er sah ganz normal aus. Genau. Ich habe mir nicht sonderlich gemerkt. Ui? Wie hieß die blonde Frau? Ich habe leider gar nicht gefragt nach ihrem Namen, weil ich war mich mit ihnen am Unterhalten und die Sheriffs haben gesagt, raus aus der Stadt sofort. Ich weiß nicht warum. Ihr arbeitet hier? Er sagte, er ist von hier. War sie so groß? Woll? So breit?
ich will jetzt nicht Falsches sagen, weil Breite ist immer ein schwieriges Thema. Dann, hatte sie einen Akzent? No, gar nicht. Dann. War sie eine Klugscheißerin? Weiß ich nicht. Sie waren super nett, die beiden. Nee, ist niemand von hier. So. Wer kommt da? Wer hat da jemand auf den Rücken? Meinte Abigail. Ich habe gar nicht gefragt nach den Namen, deswegen ist... Ein Begleiter ist leider von einem Huf erwischt worden. Was kennen wir hier? Da könnte Ihnen schlecht helfen. Wait, alles gut. Ich dachte, wenn ich sie sehe, dann sehe ich sie, wenn nicht, dann nicht. Daumen den Damen Herrn auf dem Pferd. Vielleicht können Sie ihn erstmal nur auf den Boden legen, er müsste eigentlich gleich zu sich kommen. Er ist ja nur bewusstlos. Okay. Leider etwas zu schwer, ich hab's noch einmal geschafft. Oh. Ist noch mal. Gemacht, oder? Aber ich darf nicht. Na du? Ich wollte was sagen. Oh. Nein. Ja, das ist. Oh, 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 oh. Vorsicht. Vorsicht! Oh. Ich danke Ihnen, Wei. Sie werden das schon geschafft haben, ich glaube. Aber die Viecher sind klein, Holz. Wei, schönen Abend. Schönen Abend. Wei, au revoir. Ja, jedenfalls wurde ich behandelt. Wei, das ist keine Ahnung. Ich habe halt wirklich nicht darauf geachtet, wie sie aussehen. Hallo, ich denke, es ist dann an der Zeit für Hotelzimmer. Oh la la. Wie die Augen leuchten von der Katze. Das ist hart. Das ist leider geil. Leider geil. So. Oh. Ja, aber hintenrum. Hintenrum. Salü. Ich habe sie nicht mehr gesehen. Sie werden ihr eigenes Ding machen und wenn er ist von Emerald Ranch, dann das passt schon. Sie haben es bestimmt geschafft, sie sind nicht doof. So, hier noch einmal, langsam. Vogelscheuche. Hm.
Boy. So, Kreuzung, ein bisschen gucken. Und hier hinten, ein bisschen langsam. Ein bisschen gucken, aber doch schwierig. Keine Ahnung. Hallo, was sie? Ja, machen wir nochmal mit der Ausdauer hier, mit dem Vollsprint. Bin ich eigentlich kein Fan von, aber ich will einmal Punkt A Feierabend machen, Punkt B. Will ich das mal sehen auf Level 4, was da abgeht. Ja, easy, von der Emerald bis Valentine voll durchziehen. Fast voll. Bis hier, easy. Man muss halt bedenken, ich bin schon ein Riesenkerl auf einem vergleichsweise kleinen Pferd. Also, ja, die Ausdauer von dem Morgen, die ist schon, kann man schon mitarbeiten. So, dann haben wir auch wieder den Schulterschluss zu Folge 12. Ja, ich würde schon tendenziell Saint-Denis mögen, denke ich. Aber noch macht das keinen Sinn, für den James da irgendwo sich dauerhaft aufzuhalten. Weil der Grind ist einfach Holzfällen jagen, fischen. Das ist so die Art von Zeug, die ihm halt auch Spaß macht und mir natürlich. da macht Valentine schon Sinn. Deswegen, ja. Also er findet es hier nicht gerade so traumhaft, aber es ist okay. Es bietet sich halt an als, ja, wie sagt man, Provisorium. Als Übergangslösung. Alle haben Chance. Ab in den Stall und gute Nacht. Ich glaube, ich gehe mit dir noch in den Stall bis dahin, soweit. Oh, really? Okay. Du findest den Weg schon. Ich hätte jetzt echt erwartet, dass er das schafft. Naja, egal. So, hier ein Box, irgendein Box. Ist mir relativ egal, welche. Hallo. Gute Nacht.
Salü. Ich hätte gerne noch ein Zimmer. Raul. Da bist du. Nein, warte mal. Mensch. Okay. Ja. Dann danke fürs Zusehen, wie gehabt, und eine schöne gute Nacht.